Meine Eigenschaften als Lehrerin sind, dass ich mir immer vornehme, transparent zu handeln, dass ich mein Herz nie verschließe, dass ich den Schülern beibringe, was gegenseitiger Respekt bedeutet, dass ich von Anfang an auch klare Regeln vorgebe und sage, das ist der kleinste gemeinsame Nenner, auf den wir uns einigen müssen. Und dass ich natürlich meinen Schülern auch das Okay abverlange, dass ich auch mal schimpfen darf. Der Lehrerpreis bedeutet mir, dass diese Energie, die ich ausgesendet habe und die ich auch verbraucht habe, dann auch wieder zurückkommt und alles dann auch wieder rund wird, weil es ist Leidenschaft, es steckt auch Leiden drin und oft ist es so, dass eine Zeit lang Lehrer auch gibt Energie. Wenn ich merke, dass Schüler sich streiten oder Liebeskummer haben und dann muss alles ja irgendwo Störungen haben Vorrang, also bearbeitet werden, besprochen werden, dass man dann gemeinsam weiter am Ziel arbeiten kann und auch auf die Störungen und die Probleme zu gucken und nicht immer nur Stress zu machen, weil wir Ergebnisse nicht erzielen können. Und der Lehrerpreis ist eine Bestätigung dafür, dass es richtig ist, leidenschaftlich zu sein und die Leidenschaft zu suchen und auch Emotionen zu haben. Und ja, das gibt dann schon wirklich viel Kraft. Ich wünsche mir das, was heute auch angesprochen wurde, dass es mehr Vernetzung gibt, dass es so wie wir es mit dem Stadttheater gemacht haben und dem Präventionsrat in unserer Stadt und der THTO, dass wir Netzwerke schaffen und auch Professor Hüther hat gesagt, um Kinder zu erziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Und das afrikanische Sprichwort. Und das ist bei uns eben auch so, dass ich sage, was ich nicht leisten kann und keinen Zugang zu dem Jugendlichen in dem Augenblick habe, hat dann der Regisseur oder die Dramaturgin oder ein anderer Lehrer. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir Netzwerke schaffen, dass wir aber auch Teamteaching ermöglicht bekommen. Und das ist in unserer Schule so. Wir können Teamteaching machen, wir können Projekte auf die Beine stellen. Und wenn wir zu unserem Schulleiter sagen, oder wenn ich sage, ich möchte das machen, glaub mir, das wird gut. Und ich erkläre dir auch, warum und wie es gehen kann, dann sagt er, gut, wir lassen uns auf das Risiko ein, mach mal. Auch wenn vielleicht am Ende des Jahres weniger Lehrstellen dabei herauskommen. Aber es hat ja geklappt, es hat ja bewiesen, dass alle eine Lehrstelle haben am Ende des Jahres, weil sie charakterlich gereift sind, alle. Also es war schon so ein Erfolg.